Diesen Tag werde ich nie vergessen. Dabei fing alles so fröhlich an. Liebes Brautpaar, liebe Eltern, liebe Verwandte, ich möchte auch von dieser Stelle aus dem Brautpaar von ganzem Herzen ein langes, glückliches und harmonisches Eheleben wünschen. Und jetzt, meine Damen und Herren, hat Christina das Wort. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich könnte ja auch noch was mitnehmen hier. Ja, klar. Vielleicht nehmen wir das rot-weiße Ding hier. Ich werde mich mal an die hinteren vergreifen. Und, wie sieht's aus? Ja, ich bin fertig. Hier, bist du auch fertig? Dann lass mal schnell los, bevor die Leute kommen, ja? Ja, hier ist klar. Ich hab geheiratet. Du weißt schon, dass du mit deiner Ursula einen Riesensand gemacht hast. Gebe ich auch nicht mehr her. Und im Geschäft soll sie auch ungeheuer tüchtig sein. Hat man mir erzählt. Was man dir nicht immer alles erzählt, was der Ritz? Ich habe sie geheiratet, weil ich sie gern mag. Und sie hat mich auch geheiratet. Und was ist dann mit dem Nachwuchs? Doch nicht. Ist denn überhaupt? Ja, man wird sie doch nicht entführt haben. Komm, sag schon, wo ist sie denn? Du weißt es doch. Hast du ein Glück, dass es hier so wenig Kneipen gibt? Ah ja, dann werde ich sie mal suchen. Sonst wird's teuer. Mhm. Viel Glück! Ralf, noch eine Runde Obstler für alle. Aber für mich lieber noch ein Weißbier, leid. Schönen Name. Du, das geht alles auf meinen Schwager, okay? Komm mal mit, hä? Und wer soll fahren? Ist doch egal, der eine macht's doch echt nicht aus. Ach, was soll's? Ja. Reif machen wir auch einen Obstler. Bei der Hochzeit meiner Schwester. Was ist denn mit dir eigentlich, Ralf? Los, bring gern mit, Ralf. Genau. Ja, komm. Heute kommst du uns nicht aus. Wird aber nicht billig für Uwe. Ja, so billig soll er mich ja auch nicht. Das macht doch nichts. Und tschüss. Prost. So, und jetzt das Gleiche nochmal. Ich hab mich endlich gefunden. Was seid ihr also? Ich merke nicht, Nee, du hast das doch lang nicht. Das war doch nur ein Zwischenstopp, komm. Was? Ja. Mehr geht's heute nicht.
wieder zurück zur Hochzeitsfeier. Wir machen nur noch einen kleinen Umweg. Okay. Ich glaub's nicht im Ernst, dass der hier reicht. Da kommt Kugel. Der Angeklagte steuerte am 21.06.1998 gegen 2.35 Uhr den PKW VW, amtliches Kennzeichen MS342, in Bergkirchen auf der Reichenbachstraße in westlicher Fahrtrichtung, obwohl er, wie er wusste, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Mit im Fahrzeug befanden sich auf dem Beifahrersitz die Schwester des Angeklagten, Ursula Stolzenbach, sowie auf der Rückbank der geschädigte Westelmeier. Obwohl in der Reichenbachstraße wegen einer Baustelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt war, fuhr der Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h. Aufgrund vermeidbarer Unachtsamkeit übersah der Angeklagte, dass die gesamte aus seiner Sicht gesehen rechte Fahrspur durch auf der Straße abgestellte Baumaterialien blockiert war. Infolge dieser Unachtsamkeit und infolge seiner überhöhten Geschwindigkeit konnte der Angeklagte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal gegen das Hindernis. Durch den Aufprall drang eine Eisenstange durch die Windschutzscheibe in das Fahrzeuginnere und verletzte die Beifahrerin Ursula Stolzenbach im Bauch- und Brustbereich. Diese inneren und äußeren Verletzungen waren derart schwerwiegend, dass Ursula Stolzenbach noch am selben Tag gegen 21 Uhr im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen verstarb. Der geschädigte Westelmeier wurde bei einem Unfall verletzt. Bei ihm wurden zwei Rückenwirbel angebrochen. Des Weiteren erlitt er eine Platzwunde an der Stirn. Der geschädigte Westelmeier hat form- und fristgerecht Strafantrag gestellt. Darüber hinaus bejaht die Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Nein. Bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen und ihm zumutbaren Sorgfalt und bei Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit wäre der für den Angeklagten vorhersehbare Unfall vermeidbar gewesen. Der Angeklagte wird daher beschuldigt, durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht zu haben und durch dieselbe Handlung durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht zu haben und durch dieselbe Handlung vorsätzlich ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hatte. Strafbar als 50 sachlich zusammentreffende Vergehen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in Tatmehrheit mit fahrlässiger Tötung, in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Aufhören, was machst du denn da? Aufhören! Hey! Hierher! Ein Krankenwagen, Mann, was? Da! Schnell! Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Was ist denn passiert? Haben Sie einen Unfall gehabt? Wir sind da. Ja, ich weiß nicht. Ein Krankenwagen wird verständigt, ja, wenn jemand verletzt ist. Wer ist denn gefahren? Da liegt meine Schwester drin. Sie sind gefahren. Ja? Ja. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Mensch, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Die habe ich nicht dabei. Ist okay, er hat einen. Ich weiß, das kann ich bezeugen. Ja? Wir fahren seit 2 Jahren zusammen zur Arbeit. Mensch, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Ja. Wir sind in Bergkirchen an der Reichenbachstraße zu einem Unfall gekommen. Da ist eine Person schwer verletzt. Als ich angestellt wurde, als ich in die Firma kam, ich bin Bauingenieur, habe ich mir ein Auto kaufen müssen, mehr oder weniger, und habe einen Führerschein gebraucht. Natürlich wollte ich, dass dieser Firma
nicht sagen, dass ich keinen Führerschein habe. Und zwar wollte ich das deswegen nicht sagen, dass sie dann nicht irgendwie hellhörig werden, ja, und vielleicht nach einem Führungszeugnis verlangen oder so. Also aus diesem Grund bin ich diese ganze Zeit, seit ich in dieser Firma tätig bin, Auto gefahren. Ihnen ist damals die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist eingeräumt worden, angeordnet worden, die bis jetzt noch nicht abgelaufen ist. Sie dauert noch an. Die dauert noch an? Bis sie wäre abgelaufen gewesen im März. Wusste Ihre Schwester und wusste der Herr Westermeier, dass Sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind? Nein, ich habe es niemandem gesagt. Was ist dem Herrn Westermeier passiert? Ist er ebenfalls verletzt worden? Herr Westermeier hat schwerste Rückenverletzungen erlitten bei diesem Unfall. Liegt er noch im Krankenhaus? Ja, aber ihm geht es auf jeden Fall besser. Schildern Sie mir bitte, wie sich der Unfall dann mit dieser schweren Folge zugetragen hat. Sind Sie in die Baustelle hineingefahren? War das? Ja, wir kamen da auf diese Straße und sind gefahren. Ganz normal, auch nicht so schnell, da es ja in der Ortschaft war. Und plötzlich war da diese Baustelle. Und wir sind reingefahren. Kein Schild, keine Lichter. Die Baustelle war abgeschrankt? War abgeschrankt. Mit reflektierenden? Diese Bänder, ich weiß nicht, wie die heißen in der Fachsprache. Ja. Mit rot-weißen, mit diesen rot-weißen Streifen. Ja. Keine reflektierenden Markierungen? Reflektiert haben sie schon, aber das ging alles so schnell. Aber Lichter, diese Warnlichter waren nicht da. Ein einziges war da, das war aber ganz hinten am Schluss. Also da nützt das ja auch nichts. Wie hoch schätzen Sie denn Ihre Geschwindigkeit im Unfallzeitpunkt? Ich habe nicht auf das Tacho geschaut, aber also ich bin fest davon überzeugt, dass ich innerhalb der Ortschaft 50 gefahren bin. Oder vielleicht 55. Sie kamen von einer Hochzeitsfeier. Ja. Da liegt natürlich die Frage nahe. Sie hatten ja gefeiert und gefestet. Hatten Sie Alkohol getrunken? Ich hatte Weißbier Light getrunken und einen Obstler. Ich musste auch zur Gerichtsmedizin. Und da wurden, dieses Ergebnis weiß ich jetzt nicht, aber am Alkomat wurden 0,2 Promille festgestellt. 0,2? Ja. Das wäre ja dann keine alkoholische Beeinflussung Ihrer Fahrfähigkeit. Hat die Polizei bei der Unfallaufnahme, wobei sie auch festgestellt hat, dass Sie keine Fahrerlaubnis haben, auch erfahren, dass Sie seit längerer Zeit schon in Ihrer Firma als Fahrer tätig sind oder für Ihre Firma Baustellen aufsuchen mit Ihrem eigenen PKW? Oder ist es nicht bekannt? Von mir nicht. Denn ich habe, seit das passiert ist mit dem Unfall, ich habe mir jetzt für diese Woche Urlaub genommen. Und ich weiß auch nicht, was Sie mir da diesbezüglich raten würden. Sie müssen sich natürlich nicht selbst anzeigen. Sie müssen nicht die Karten auf den Tisch legen und sagen, ich fahre schon seit Oktober 97, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Sie müssen aber selbstverständlich ab sofort bzw. ab Unfall aufhören damit. Sie hätten es schon vorher tun müssen, aber jetzt wäre es unvertretbar, wenn Sie noch weiterfahren würden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ich müsste dann auch Ihre Verteidigung ablehnen. Jetzt werden Sie Fußgänger oder Radfahrer. Ihrer Firma müssen Sie natürlich auch Bescheid sagen. Haben Sie mit Ihrem Chef noch nicht drüber gesprochen? Nein. Es besteht natürlich dann die Möglichkeit, dass Ihre Firma Sie entlässt, wenn Sie keinen Führerschein haben, die notwendigen Fahrten zur Baustelle nicht durchführen können und vor allem von Anfang an nicht mit offenem Visier Ihrer Firma gegenübertraten, sondern Ihre Chefs im Glauben ließen, Sie hätten eine Fahrerlaubnis. Es kann auch sein natürlich, dass die Firma Sie im Betrieb umsetzen kann auf eine Stelle, die keine Fahrerlaubnis erfordert, wo Sie eben Innendienst machen. Das muss mit Ihrem Chef abgeklärt werden. Aber hier zu Ihrer strafrechtlichen Seite. Rechnen Sie mal damit, dass es jetzt sehr hart zugehen wird. Angenommen, wir gehen davon aus, dass ich an dem Unfall keine Schuld habe. Angenommen, das könnten wir beweisen oder
Sie haben an dem Unfall schon deshalb Schuld, weil ohne Rücksicht auf den Zustand der Baustelle und ohne Rücksicht auf etwaige Sicherungsfehler an der Baustelle Sie ohne Führerschein nichts am Steuer eines Kraftfahrzeugs zu suchen haben. Es wird hier, darüber müssen Sie sich ganz klar sein, bitte stellen Sie sich auf die Situation ein und versuchen Sie nicht, sich selbst irgendwelche Dinge vorzumachen. Die Enttäuschung und der Schock wird umso größer sein, wenn dann Illusionen verfliegen. Bitte seien Sie völlig illusionslos. Es geht hier in Ihrem Fall nur darum, ob Sie eine Freiheitsstrafe nochmals zur Bewährung ausgesetzt bekommen oder nicht. Mit einer Geldstrafe kommen Sie hier absolut nicht weg. Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass trotz der starken seelischen Erschütterung und trotz der Vorwürfe, die Sie sich nicht zu Unrecht selbst machen müssen, Sie in der ganzen Sache noch der waren, der am besten wegkam. Ihre Schwester ist tot, Ihr Freund Westermeier ist schwer verletzt. Sie haben, abgesehen von der moralischen Seite, die Sie sich selbst aufs Gewissen drücken, Sie haben zwar mit einem Strafverfahren zu rechnen, aber Sie haben keinen Körperschaden erlitten. Das müssen Sie auch sehen. Das ist egal, irgendwo. Hier vielleicht, ist doch geil, oder? Ja. Mach doch mal den Kram leise, man kann dein eigenes Wort nicht verstehen. Wofür hast du denn die Dinger? Kann man nicht einmal in Ruhe Musik machen, oder was? Ich hab den ganzen Tag schwer gearbeitet, ich brauch auch mal ein bisschen Ruhe. Rück dich ab, ey. Sag mal, was sind denn das für neue Verkehrsschilder? Du wolltest doch mit dem Blödsinn aufhören. Kaum kommst du nach Hause, geht der Stress los, ey. Sag mal, die sind doch nicht etwa von der Baustelle, wo der tödliche Unfall war. Ja, natürlich nicht. Da war am nächsten Tag gleich neue, da habe ich gesehen. Du bringst die auf alle Fälle zurück. Ich will die Dinger nicht hier im Haus haben. Außerdem ist das Diebstahl. Also lass dich nicht erwischen, wenn du sie zurückbringst. Was ist denn dein Problem jetzt? 6 Monate nach dem Unfall muss sich Sebastian Wenk wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Verkehrsgericht verantworten. Als Bauingenieur verdient er 3.200 Mark netto und ist auf einen Innenposten versetzt worden. Kann man davon ausgehen, dass Ihre Arbeitsstelle durch diese Ereignisse unsicherer wurde? Ja, davon kann man ausgehen, denn es hängt davon ab, was hier für ein Urteil gesprochen wird, ob ich weiterhin meinen Arbeitsplatz behalten darf oder kann oder nicht. Das leuchtet ein, zumindest dann, wenn man, was wir jetzt tun werden, weiß, was Sie in der Strafliste haben, Herr Wenk. Die Strafliste enthält bei Ihnen 2 Einträge, und zwar einschlägig. Erstens, 5.5.95, Amtsgericht Köln, eine Verurteilung wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr mit Tatzeit 12.2.95. Ganz kurz, aber nur mit 1-2 Sätzen, was lag der Verurteilung zugrunde? Ich bin in eine Verkehrskontrolle reingeraten. Es war zur Karnevalszeit, ich war in Köln. Ja. Und habe mit 1,3 Promille meinen Führerschein abgeben müssen. Und die zweite Verurteilung ist vom Amtsgericht Freising vom 18.03.96. Warum kam es überhaupt zu der Fahrt? Sie wussten doch, dass Sie keine Fahrerlaubnis haben. Ja, es war die erste Fahrt, die ich gemacht habe. Ohne Führerschein? Das war die erste? War die erste, ja. Das war zu... Aber erstaunlich, dass Sie da gleich aufgefallen sind und entdeckt wurden. Es war Neujahr, so Silvester auf Neujahr in dieser Nacht. Ah ja. Ist mir ein Betrunkener reingelaufen, den ich nicht gesehen habe, den ich nicht bemerkt habe. Also ein Fußgänger? Ein Fußgänger. Und so hatte ich Unfallflucht auf dem Hals. So hatte ich Unfallflucht auf dem Hals. Sie sind von der Unfallstelle geflüchtet? Nein. Nein? Ich würde das nicht so sagen, weil ich den nicht bemerkt hatte. Ich hatte den nicht gesehen und habe ihn nicht bemerkt. Jemand hat die Nummer aufgeschrieben, der das gesehen hat. Ist jedenfalls das Ergebnis dann richtig? 5 Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt? Das ist richtig. Bewährungszeit 3 Jahre? Das ist richtig. Herr Wenk!
Sie haben gehört, was Ihnen zur Last liegt. Wie steht's? Zuallererst muss ich vielleicht doch sagen, dass ich mir hier sehr bewusst bin über meine Schuld und über das, was passiert ist. Mhm. Einfach mal generell möchte ich das sagen und ich denke, gerade auch mit dem Tod meiner Schwester. Wir sind noch nicht ganz da, aber ich verstehe, dass Sie das bedrückt. Ich möchte das einfach mal sagen und alles, was ich auch sage, soll nicht irgendwelche Ausreden sein oder irgendwas, wo ich mich rausreden möchte. Ja. Aber doch möchte ich versuchen, die Umstände zu erklären, in denen ich mich befand. Fangen wir doch mal bitte da an. Seit wann sind Sie denn überhaupt im Berufsleben? Seit Oktober 96. Das ist eine sehr gute Position, die ich habe. Ich habe 5 Leute, die unter mir sind. Das war mir zu gefährlich, das aufs Spiel zu setzen. Mhm. Einfach von den Umständen her sage ich Ihnen das. Nicht um milde... Ja, und nun sind Sie in der Folgezeit wegen dieser, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, Notwendigkeiten mehr oder weniger regelmäßig mit Ihrem Auto gefahren? Ja, gezwungenermaßen. Ja, was nennen Sie jetzt gezwungenermaßen? Weil mein Kollege, mein Mitarbeiter Volker Westermeier in der gleichen Ortschaft ist wie ich in Bergkirchen und wir abwechselnd in die Arbeit gefahren sind. Wäre ja eine Möglichkeit gewesen, statt dass Sie das jetzt erst kürzlich gemacht haben, nämlich umzuziehen nach München, hätten Sie es ja eigentlich damals gleich auch machen können. Ich bin in Bergkirchen seit meiner Kindheit. Ja. Ich bin tatsächlich nicht auf diese Idee gekommen. Ich weiß es nicht. Also Herr Wenk, das glaube ich Ihnen wirklich nicht. Ja, hinzu kam halt, dass ich auch bei meinen Eltern ja noch gewohnt habe. Hatte. Wussten überhaupt Ihre Eltern Bescheid über Ihre Situation? Nein. Warum haben Sie denen nichts gesagt? Ich habe das niemandem gesagt. Also ich sage es Ihnen ganz offen, Herr Wink, ich verstehe es nicht, was Sie da... Jede Fahrt muss doch für Sie im Grunde mit Befürchtungen verbunden gewesen sein, nämlich, dass Sie entdeckt werden, dass Sie auffallen. Es war eine Qual für mich. Ja, darum alleine geht es natürlich nicht, sondern es geht schlicht darum, dass Sie sich strafbar gemacht haben. Und dass Sie wissen, da habe ich eine Bewährung, die ist offen. Ich habe 3 Jahre, mich straffrei zu führen und fahre in dieser gesamten Phase mehr oder weniger regelmäßig eine relativ weite Strecke. Ne? In der Zeit, wo ich gefahren bin, bin ich sehr gewissenhaft gefahren und habe nicht mal falsch geparkt oder sowas, was man sonst, was jeder mal macht. Also sehr, sehr gewissenhaft bin ich gefahren und sogar auf Tempolimits und alles penibel sogar genau. Ist gut. Da muss ich mich jetzt ist gut. Muss ich mich fast zu ärgern, fast aufregen, Frau Vorsitzende. Es ist für mich ganz selbstverständlich, dass jeder Verkehrsteilnehmer versucht, die Verkehrsregeln einzuhalten, sich ans Tempolimit zu halten und nicht falsch zu parken. Ja, entschuldigen Sie doch, wer macht denn das so genau? Komm, diese Diskussion hier, Herr Wenk, sollten wir, glaube ich, in Ihrem Interesse abbrechen, denn... Ich glaube, da würden Sie einige Dinge äußern, die nicht so arg erfreulich sind. Jetzt kommen wir konkret auf den Tatzeitraum 1.3.98 bis 21.06.98. Das ist der Zeitraum, auf den die Staatsanwaltschaft ihren Vorwurf beschränkt hat und hat für diesen Zeitraum eine Anzahl von 50 Fahrten zusammengerechnet. Kommt das hin? Ja. Weitere Fahrten dazu? Keine. Sie brauchen dazu keine Angaben zu machen? Habe ich nicht gemacht. Mhm. Außer zum Beispiel am 21.06. Hochzeitsnacht, ne? Ja. Ich bin halt jemand, der nicht Nein sagen kann. Wenn ich in einer Zwangssituation bin, dann tue ich mich wahnsinnig. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass man das, dass das nicht richtig ist oder im Gegenteil, dass das sehr, sehr falsch ist. Ich muss Ihnen sagen, Herr Angeklagter, Sie sagen hier, Sie wollen keine Ausreden bringen. Es geht Ihnen nicht um das Ganze zu mildern. Sie bringen aber hier doch, und das muss ich Ihnen wirklich vorhalten, eine Ausrede nach der anderen. Sie sagen, ich bin immer äußerst vorsichtig gefahren, ich bin ja so gefahren, wie man es muss. Sie sagen, ich kann halt nun mal nicht Nein sagen. Sie sagen, es war für mich unmöglich, das jemand zu erzählen, sonst hätte ich die Arbeit nicht gekriegt. Es gibt genug andere Straftäter, die ähnliche Vorstrafen haben wie Sie. Die führen ein Leben straffrei, fahren nicht Auto, haben auch einen Beruf, bei denen geht es auch. Und trotz der Erklärungen, um das abschließend zu sagen, die Sie hier gebracht haben, warum Sie fahren mussten, in Anführungszeichen, fehlt mir hierfür, um das gleich mal zu sagen, jegliches Verständnis. Danke. Wenn wir mal davon ausgehen, Sie hätten diese Arbeitsstelle nicht bekommen, wie war denn Ihre berufliche Situation? Hätten Sie dann bei einem anderen Arbeitgeber ohne größere Mühe in einer solchen Position unterkommen können, wie Sie sie jetzt in Ihrer Firma haben? Oder hätten Sie Arbeitslosigkeit befürchten müssen? Wie ist der Markt für Leute Ihrer Vorbildung und Ihrer Ausbildung? Mit einer großen Wahrscheinlichkeit hätte ich keine Anstellung bekommen. Wie lief nun diese traurige Brautentführung ab? Ja,
Wir sind zuerst von der Feier raus. Wir wollten ein bisschen in der Ortschaft ein bisschen rumfahren. Ja. Und das haben wir auch getan. Und lange hat es ja nicht gedauert. Da sind wir in die Reichenbachstraße reingefahren. Mhm. Und ja, da ist dann passiert, was passiert ist. Ja. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist? Wie erklären Sie sich den Unfall? Das war eine schlecht ausgeleuchtete Baustelle mitten auf der Fahrbahn. Wie schnell durfte man da fahren? Das war Ortschaft 50. Aha, da soll eine andere Regelung bestehen. Ich habe es erfahren, ja, im Nachhinein jetzt. Aber haben Sie ein Baustellenhinweisschild gesehen? Nein, habe ich auch nicht gesehen. Dann sollen Bauteile in das Fahrzeuginnere eingedrungen sein? Ja. Irgendwelche schmalen Stangen oder Balken, ja. Und sollen Ihre Schwester, die auf dem Beifahrersitz saß, tödlich verletzt haben? Ja. Sind Sie gänzlich unverletzt geblieben? Leider ja. Sahen Sie sofort, dass Ihre Schwester sehr schwer verletzt ist? Ja, natürlich. Was haben Sie gemacht? Ich habe die paar Sachen da zertrümmert und hatte. Haben Sie sich eigentlich nicht zunächst um Ihre Schwester gekümmert? Nee. Nicht? Sind Sie sofort raus und haben da irgendwelche Schilder und Lampen oder Baken zertrümmert? Können Sie das noch eingrenzen, einschätzen, was Sie da nun zerstört haben? Wie viele Lampen und oder Baken? Lampen, da war doch nur eine. Und die haben Sie zerstört? Ja, was nützt mir die Lampe, die ganz hinten ist? Was heißt hinten? Die war in Fahrtrichtung links hinten an der Ecke und nicht vorne. Vorne dran war? Nein, Wagen waren keine. War das die einzige Lampe? Das war die einzige Lampe, ja. Deswegen habe ich sie auch zertrümmert. Ich verstehe noch nicht ganz, warum Sie das getan haben, sich aber um die Schwester zunächst offenbar gar nicht gekümmert haben. Ach, Sie, ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal erlebt haben. Nein, glücklicherweise nicht. Wenn man so etwas sieht, dann... Ich konnte nicht helfen. Ich konnte es nicht. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Schwager beschreiben? Also, wir mochten uns sehr und haben uns sehr gut verstanden. Mhm. Hat sich dann nach dem Unfall was geändert? Es hat sich dahingehend was geändert, dass ich mich zurückgezogen habe. Sowohl aus Bergkirchen, sowohl auch von meinem Bekanntenkreis. Dazu gehört auch natürlich mein Schwager. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Herrn Westemeyer, zu dem Volker? Auch wieder vor dem Unfall, nach dem Unfall? Ja, vor dem Unfall hatten wir ein gutes bekanntschaftliches und kollegiales Verhältnis. Jetzt, auch da hat sich das ein bisschen verändert. Ich kann nicht mal sagen, dass er mir große Vorwürfe macht. Ich selber mache sie mir und ich selber habe ein bisschen, mache ich halt auf Abstand und versuche ein bisschen dem aus dem Weg zu gehen. So eine Brautentführung, die reißt ja meistens so eine Hochzeitsgesellschaft etwas auseinander, sodass man bemüht ist, so schnell wie möglich zurückzukommen. Ich bin ganz sicher nicht schneller gefahren. Gut. Und hat der Herr Stolzenbach, jetzt sage ich mal ganz bewusst, Sie vor sich hergetrieben? Ist Ihnen knapp aufgefahren? Wenn ich das jetzt sage, dann klingt das so wie Schuldzuweisung an ihn. Also ich möchte ihn hier nicht belasten oder so. Fühlten Sie sich bedrängt durch dieses Fahrzeug? Ja, den Umständen entsprechend natürlich schon. Also, weil man wollte ja die Braut entführen. Eine Frage noch, der Herr Staatsanwalt hat Sie nach dem Verhältnis zu Ihrem Schwager gefragt, nach dem Verhältnis zum Herrn Westemeyer, wie es heute ist. Wie war denn das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Schwester? Ja, ein sehr gutes natürlich, ein sehr gutes, normales, sehr gutes Geschwisterverhältnis. Lebte Ihre Schwester auch noch zu Hause bei den Eltern bis zur Hochzeit? Ja. Erster Zeuge ist der Polizeibeamte Michael Meister. Kamen Sie zufällig an diese Unfallstelle? Ja, wir waren also in dieser Nacht auf dem Rückweg von einer anderen Unfallstelle und
kamen also ganz zufällig an diese Baustelle, an diese Unfallsituation hin. Welche Absicherungen der Baustelle waren vorhanden, als Sie eintrafen? Als wir die Unfallstelle vermessen hatten, konnten wir also feststellen, dass große Teile dieser Baustellenabsicherung, insbesondere die Beleuchtungseinrichtungen, nicht vorhanden waren. Haben Sie mal über das Amt für öffentliche Ordnung, über die Gemeinde, festgestellt, welche ordnungsgemäße Absicherung vorhanden hätte sein müssen oder vorhanden war? Es gibt zur Absicherung dieser Baustelle einen Regelplan. Ja. Laut Regelplan hätte da sein müssen eine Temporeduzierung. Die war da. Mhm. Ein Hinweisschild auf diese Baustelle. Wie hätte das ausgesehen? Achtung, Baustelle. Achtung, Baustelle, richtig. Hinweisschild? Das war nicht da, oder? Das konnten wir nicht feststellen, nein. Dann selbstverständlich die Längsbarken, die also hier die Abgrenzung zur Baustelle darstellen sollen. Da fehlte also eine. Und wie gesagt, die ganzen, oder bis auf eine Beleuchtungseinrichtung fehlten alle. Wie viele Lampen werden denn da normalerweise, oder würden da normalerweise angebracht? Auf jeder Barke eine. Auf jeder Barke wird eine Lampe angebracht. Richtig. Mhm. Herr Meister, waren Sie denn dann noch mit den weiteren Feststellungen, wer wann welches Material, Absicherungsmaterial von dieser Baustelle entfernt hat, beschäftigt? Können Sie dazu auch was sagen? Ja, selbstverständlich. Zunächst mussten wir davon ausgehen, dass der Herr Wenk unter Umständen hier diese Baustelleneinrichtungen auf die Seite schaffte, zerstören wollte oder wie auch immer. Durch die nachträgliche Meldung einer Zeugin wurde jedoch bekannt, dass es sich hier offensichtlich um einen Diebstahl von diesen Baustelleneinrichtungen, der vermutlich kurz vorher stattgefunden hat, handelt. Herr Verteidiger. Darf ich noch mal bitten, das Bild zu zeigen mit dem hohlen Eisenrohr? Das ist dies hier. Darf ich mal, wenn ich Ihnen dieses Bild zeige und wir unterstellen, die Bauabschrankung wäre nicht von unbekannter Seite teilweise entfernt worden, war dieses Eisenrohr vollständig innerhalb des abgeschrankten Teils der Baustelle oder ragte es vielleicht nur um Zentimeter über den abgeschrankten Teil hinaus? Nein, es war vollständig im Baustellenbereich. Wie weit musste man einfahren, etwa um zum Eisenrohr zu kommen? Das waren in etwa 1,5 bis 2 Meter. Von Uwe Stolzenbach möchte die Richterin wissen, wann war das ungefähr, dass Sie Ihre Frau vermisst haben? Müsste ungefähr nach Mitternacht gewesen sein. Ja. Haben Sie sich dann sofort auf den Weg gemacht? Ja. Mit Ihrem eigenen Auto? Mit meinem Auto. Will sie nicht fragen, was Sie getrunken hatten? An Ihrer Hochzeit? Also Sie sind mit Ihrem eigenen Auto dann losgefahren, ja? Wie viel Zeit verging dann etwa danach? Das lässt sich schwer sagen. Wir sind ein bisschen in der Gegend herumgefahren. Mhm. Sie hinterher? Hinterher, immer in Sichtweite. Sind Sie denen dabei möglicherweise ziemlich nah aufgefahren? Haben nee, sie niemals. Nicht? Nee. Ihre Frau war schwer verletzt, lag auf dem Beifahrersitz. Ich will Ihnen die Einzelheiten jetzt nicht abverlangen, Herr Stolzenbach. Sie helfen ja auch leider nicht mehr weiter. Sie haben mit ihr nicht mehr sprechen können? Nee. Sie ist nicht mehr zu sich gekommen? Wie geht's ihr? Unverändert. Sie wird es schaffen. Sie wird es schaffen, genauso wie Volker es geschafft hat. Danke, Gott, ich mache mir solche Vorwürfe. Danke. Sie ist dann am selben Tag im Krankenhaus, wenige Stunden später, da sie nicht mehr, ist nicht mehr zu sich gekommen und ist dann dort verstorben. Ist das richtig so? Ja. Ich denke, dass auf die Beerdigung verzichtet wird von ja, allen Seiten. Dann geht auch insoweit Verfügung nach Dürfte 61 Ziffer 5. Bitte schön, Herr Stolzenbach. Ich glaube, dass es egal ist, ob Sie den Sebastian jetzt verurteilen oder nicht. Das macht mir die Ursula nicht mehr lebendig. Ja. Es macht Ihnen die Frau und ihm die Schwester nicht mehr lebendig. Sie haben völlig recht. Herr Stolzenbach, Sie brauchen nicht mehr zu bleiben, Sie sind entlassen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Nächster Zeuge ist der technische Zeichner Volker Westemeyer, der mit Sebastian Wenk in derselben Firma arbeitet. Sie sollen im Wechsel mit dem Herrn Wenk über einen langen Zeitraum hinweg regelmäßig mit dem Auto von Bergkirchen nach München rein ins Westend zur Arbeitgeberfirma gefahren sein. Das ist richtig, ja. 2 Jahre waren das. Wissen Sie von weiteren Fahrten als zur und von der Arbeitsstelle?
Nee, so eng war der Kontakt jetzt nicht. Also, ich nehme es einfach an, aber das ist wirklich nur eine Annahme. Eine reine Vermutung, ne? Auf jeden Fall, ja, weil wer zur Arbeit fährt, warum soll der nicht abends damit, weiß nicht, ins Kino fahren? Keine Ahnung, aber es muss nicht sein. Herr Wenk hat uns gesagt, dass Sie nicht gewusst haben, dass er nicht hätte fahren dürfen, weil er keine Fahrerlaubnis hat. Richtig so? Ja, das habe ich nicht gewusst und also im Nachhinein, das ist echt eine harte Nummer eigentlich. Ja. Ich denke, dass der Sebastian, dass du das mir hättest sagen können und müssen. Sie haben es also nicht gewusst, ne? Naja, nee. Ist Ihnen in der Zeit im Hinblick auf sein Trinkverhalten, das heißt Alkohol, irgendetwas aufgefallen? Getrunken hat er eigentlich überhaupt nicht. Das war, wurde da manchmal in der Firma bei uns, bei Sänger, schon so ein bisschen verarscht deswegen eigentlich, weil er hat wirklich konsequent nie getrunken, ist konsequent 50 gefahren, wenn 60 erlaubt war irgendwie. Und, er ist 50 gefahren, wenn 60 erlaubt war? Ja, also ich meine, damit wollte ich sagen, übervorsichtig. Ja. Nun, hatten Sie und Herr Wenk gemeinsam die Brautentführung geplant? Nee, geplant nicht. Also ich wusste bis zu dieser Hochzeit noch gar nicht, dass es diesen merkwürdigen Brauch gibt irgendwie in Bayern. Ach so, ja, Sie sind gebürtig aus Hannover, gell? Naja, vielleicht liegt es daran. Also, gibt's es nicht. Wohl. Keine Ahnung, ich habe noch nicht so oft geheiratet, ne? Gut. In Annäherung auf die spätere Unfallstelle. Ja. Haben Sie da irgendwelche Hinweisschilder, Verkehrszeichen gesehen? Haben Sie darauf geachtet? Ich habe auf überhaupt gar nichts geachtet, was irgendwie mit Straße, Verkehr, Baustellen, irgendwas zu tun hat. Ist Ihnen eine ungewöhnlich schnelle Geschwindigkeit aufgefallen? Nee, auch nichts. Also dazu, zu diesen Dingen können Sie gar nichts sagen. Na, wie gesagt, Sebastian ist sehr korrekt gefahren immer und das war dieses Mal auch nicht anders. Sie waren hinten? Hinten in der Mitte. Nicht angegurtet sollen Sie gewesen sein? Nee. Was für Verletzungen haben Sie bei dem Unfall davon getragen? Eine ziemlich wüst aussehende Platzwunde hier oben an der Stirn. Und noch was anderes, was man zuerst gar nicht bemerkt hat irgendwie, oder was ich zuerst gar nicht bemerkt habe. Es war nur so ein leichtes Ziehen am Anfang im Rücken. Und es hat sich aber dann rausgestellt, nachdem ich im Krankenhaus war in der gleichen Nacht noch, dass das der dritte und der vierte Lendenwirbel irgendwie gebrochen waren und noch ziemliche Prellungen an der ganzen Lendenwirbelsäule waren. Wie lange waren Sie im Krankenhaus? Eine Woche insgesamt. Sie mussten, lese ich hier aus einem Attest, ein Stahlkorsett tragen für längere Zeit? 8 Wochen lang insgesamt. Herr Westemeyer, warum oder was hat Sie bewogen, Strafantrag zu stellen? Die Schwere Ihrer Verletzungen oder zum Beispiel vielleicht die Erkenntnis, dass er gar nicht fahren durfte und Sie sich da so ein bisschen reingelegt gefühlt haben? Oder sagen Sie es mir? Beides. Also diese Verletzung, die war äußerst schmerzhaft am Rücken und wohl auch nicht ganz ungefährlich, wie mir Krankenhaus gesagt wurde. Das war das eine. Und das andere war einfach, dass ich sehr wütend eigentlich bin, sehr sauer bin und immer auch noch bin, dass du mir das hätte ich nicht gedacht und ich finde es eine Frechheit. An diesem Hochzeitstag, bevor diese Brautentführung stattgefunden hat, ist da der Angeklagte zu Ihnen gekommen und hat Sie gefragt, ob Sie fahren können oder sind Sie selbstverständlich mit ihm mitgefahren? Nee, er hat mich gefragt, mit welchem Auto wir fahren sollen. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe kein Auto dabei. Und dann sind wir in sein Auto eingestiegen. Und dann ist man ganz und er ist dann auch ganz selbstverständlich mit seinem Auto gefahren. Ja, ich wäre auch nicht mehr gefahren, muss ich dazu sagen. Also alleine vielleicht ja, aber nicht, wenn andere Leute mit dem Auto drin sitzen. Was heißt hier alleine vielleicht ja? Weil ich, wie gesagt, ich war nicht betrunken, aber ich würde keinerlei Risiken eingehen, wenn andere Leute mit im Auto sitzen, würde ich verantworten. Ja, da möchte ich Sie jetzt aber, abgesehen von dem Fall hier, mal ganz deutlich darauf hinweisen, dass Sie dann, wenn Sie nicht mehr fahrtüchtig sind, nicht mehr fahren dürfen, egal ob Sie alleine im Auto sind oder ob Sie fahrtüchtig sind oder nicht. Und wenn Sie es nicht wissen, wenn Sie im Zweifel sind, dann bestehen schon Bedenken und dann dürfen Sie auch nicht mehr fahren. Nur, dass wir uns da ganz klar verstehen. Da verstehen wir uns klar. Gut. Sie sagten vorhin, dass Sie auf dem Rücksitz des Golf saßen und sich nicht angeschnallt hatten. Das ist richtig, ja. Warum hatten Sie sich nicht angeschnallt? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Kann ich nicht beantworten. Es war dumm von mir. Es war eine lustige Situation, wo ich dran hätte denken sollen und es nicht gemacht habe. Der 17-jährige Johnny Teubert wird in den Zeugenstand gerufen. Herr Teubert, nach Aktenlage sollen Sie etwas überaus Dummes und Gefährliches gemacht haben. Sie sind verurteilt worden. Das Verfahren am Jugendgericht ist gegen Sie erledigt. Ist das richtig? Ja. Wie war denn das? Sie sollen zusammen mit anderen
eine geraume Zeit vor dem 21.06. an dieser Baustelle einiges abgeräumt haben. Erzählen Sie mal, wann, wie, wer, was? Ja, ich war in der Wohnung meiner Mutter mit einigen, haben den Bus halt verpasst, den wir nehmen wollten, und haben uns dann entschlossen, zu Fuß zur nächsten Haltestelle zu gehen. Der nächste kommt in einer Stunde, ja. Und ja, dann sind wir halt in die Reichenbachstraße eingebogen und auf die Baustelle zugegangen und befanden das als eine gute Idee, die Schilder abzunehmen. Was ist an dieser Idee gut? Ja, das ist natürlich die Frage. Sind Ihnen da eigentlich nie Bedenken gekommen? Naja, in der Nacht nicht. Nachher natürlich war es leider schon zu spät. Mhm. Wann sind Ihnen denn die ersten Bedenken gekommen? Wir haben es halt gemacht und dann habe ich halt von diesem schrecklichen Unfall erfahren. Und wann haben Sie von dem erfahren? Am Tag drauf. Nun hätten Ihnen ja auch Bedenken kommen können schon vorher, weil Sie ja doch wohl sich darüber im Klaren waren, dass Sie einen Diebstahl begehen. Ja gut, sicher, aber... Haben Sie eine Vorstellung, was so eine Lampe beispielsweise kosten könnte? Ja. Nee, ich habe keine Vorstellung. Sollten Sie sich vielleicht mal machen. Und nun der zweite Gesichtspunkt, dass eine Baustellenabsicherung ja wahrscheinlich auch einen Zweck erfüllt. Welchen nämlich? Nee, die Absicherung und... Und was ist mit einer Baustelle, an der die Absicherung fehlt oder jedenfalls zu großen Teilen fehlt? Die ist dann wohl nicht mehr richtig gesichert dann. Ja, sie ist nicht mehr sicher. Das heißt wiederum weitergedacht, sie ist eine Gefahrenquelle und zwar eine erhebliche Gefahrenquelle für andere. Sie sind unglaublich gut weggekommen mit dieser Ermahnung, 16 Stunden Sozialarbeit im Tierpark. Das ist ein Vergnügen für das, was Sie angerichtet haben. Sehen Sie sich selbst eigentlich in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen und den Verletzungen eines anderen? Ja, sicherlich. Ich meine... Moralisch doch auf jeden Fall, ne? Ja. Und deshalb, das ist eigentlich die schlimmste Sache daran. Tut Ihnen das leid? Ja. Sagen Sie mir noch mal ganz genau, was Sie entwendet haben. Es war einmal ein Baustellenschild. Hinweis auf die Baustelle? Ja. Weiter? Dann eine Barke und drei Lampen. Ich habe jetzt vorhin herausgehört, dass Sie nicht alleine gewesen sind. Da waren ja noch, wer war noch bei Ihnen? Zwei Freunde von mir. Alle drei von Ihnen haben Gegenstände weggetragen von der Baustelle, ist das richtig? Gut, soweit mir bekannt ist, wurde bisher nur gegen Sie ein Verfahren durchgeführt. Deswegen, jetzt geben Sie uns bitte schön einmal die Personalien von den zwei Personen, die da bei Ihnen mit dabei waren. Thomas Zenker. Das ist ein Freund von Ihnen. Ja. Dann werden Sie auch die Straße wissen. Ich weiß sie aber nicht. Jetzt sage ich nur, dass wir uns klar verstehen. Wenn Sie hier die Unwahrheit sagen, auch in so einem Punkt, der jetzt gar nicht direkt zu der Sache hier gehört, und ich bekomme das raus, dann haben Sie ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage oder wegen Meineid. Ist Ihnen das klar? Deswegen möchte ich jetzt wissen, wo dieser Thomas Zenker wohnt. Wenn Sie es wissen, müssen Sie mir das sagen. Ich weiß es nicht. Und wer ist der Zweite? Susi Schöpp. Wissen Sie da die Adresse? Nein. Auch nicht? Ich sag, die muss mich schon wundern, dass Sie von Leuten besucht werden, wo Sie nicht die Adresse wissen. Woher kennen Sie Frau Schöpp? Das ist eine Freundin von Thomas. Haben Sie zu Hause eigentlich eine größere Sammlung von Verkehrsschildern? Nein. Wie kommt man dann auf die Idee? Ist das in Ihrem Freundeskreis irgendwie, dass da Verkehrsschilder gesammelt werden oder weggenommen werden? Oder wie kommt man auf diese Idee? Einfach dekorativ. Wir haben hier einen Angeklagten, der hat seine Schwester verloren. Wir hatten hier gerade zwei Zeugen vor Ihnen, einen Zeugen, der ist mit 30 Jahren Witwer geworden. Warum? Weil Sie in diese Baustelle hineingefahren sind. Und man wird sehen müssen, ob das ursächlich war oder nicht. Vielleicht auch deswegen oder wohl auch deswegen, weil die Baustelle nicht richtig gesichert war. Was sagst du dazu? Ja, es tut mir natürlich unendlich leid. Es war natürlich nicht abzusehen, dass sowas passiert, ist ja klar. Und ist Ihnen auch bewusst, dass Sie wirklich um Haaresbreite an einem Verfahren wegen fahrlässiger Tötung vorbeigekommen sind? Ja. Und da wäre es weder mit einer Ermahnung noch mit Arbeitsstunden getan gewesen, dass das ganz klar ist. Gut, die Tote holt man damit auch nicht wieder her, nicht? Ich habe jetzt keine Lust, mit Ihnen über Sinn und Zweck der Strafen zu sprechen.
Ich möchte Ihnen nur vorhalten, dass es hier für Sie bedeutend schlimmer hätte ausgehen können. Und das sollen Sie sich bitte noch mal ganz klar machen. Frau Zolkowski, bitte in den Sitzungssaal. Frau Zolkowski, Sie sind am 1.7.98 bei der Polizei erschienen und haben etwas gemeldet. Was? Ja, also ich bin ein paar Tage nach diesem schrecklichen Unfall die Reichenbachstraße, ich kam von einer Geburt und sehe an der Baustelle drei Menschen und fahre direkt darauf hin und war der Meinung, die klauen die Schilder schon wieder, weil wir das ja wussten, dass die gefehlt haben. Deswegen ist der Sebastian da auch hier reingefahren. Also ihr wart das. Lassen Sie mich los, was wollen Sie von mir? Deinen Namen, wie heißt du? Arnold Schwarzenegger. Ah, frech sein kannst du. Das ist wunderbar. Aber ich weiß, wo du wohnst. Und ich bring raus, wie du heißt. Und merk dir eins, ich zeige dich an. Dass der Johnny heißt, das fiel mir nachher ein. Mhm. Aber ich wusste, wo der wohnt. Und ich bin am nächsten Morgen dahin gefahren und hab gefragt. Ja. Und habe rausgebracht, dass er Johnny Teubert heißt und bin dann zur Polizei. Das war ja nachts, oder? Habe ich das recht verstanden? Es oder war ja, 10 Uhr, 11 Uhr. Ich kam 23 Uhr soll es gewesen sein, haben Sie am 1.7. angegeben. Von einer Entbindung. Mhm. Nein, ich wollte mich nur für Ihre Zivilcourage bedanken, dass Sie da nachts oder abends um 11 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr aussteigen und diese Täter da stellen und ansprechen. Darf ich noch was sagen? Wenn es zur Sache gehört. Ich möchte für ihn was. Ich habe ihn auf die Welt gebracht und so schlecht ist er nicht. Und er hat sich die letzten zwei Jahre ungeheuer verändert. Und er trinkt nichts mehr und er ist ein richtig netter Junge geworden. Und das, was wir jetzt alle erst wissen, dass er den Führerschein verloren hat, wussten wir ja nicht, dass er halt auch so eine Belastung ausgesetzt war. Und ich finde die anderen, die Schilder geklaut haben, die finde ich viel schlimmer. Und ich möchte für ihn ein Wort einlegen. Ja, Frau Zolkowski. Danke. War's das? Ja. Und ich begrüße wieder Wolfgang Hertel für uns unentbehrlich in allen Versicherungsfragen. Bis jetzt ist es so, dass Johnny Teubert sich vor dem Jugendgericht hat verantworten müssen, seine Freunde noch nicht. Aber es ist eigentlich abzusehen, dass auch auf die Strafen zukommen. Und wie sieht es dann aus mit der Haftung für die Schäden? Die Jugendlichen haben Sicherungseinrichtungen an der Baustelle weggenommen und dadurch Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Und wenn es dadurch bei anderen zu Schäden kommt, dann müssen diese Jugendlichen dafür gerade stehen. Sie haften. Sie haben die zur Erkenntnis ihrer Verantwortung erforderliche Einsicht. Das haben sie bewiesen, das muss man auch unterstellen. Nun kann es ja sein, dass der Sachverständige zu dem Schluss kommt, dass der Unfall auch ohne das Entfernen der Lampen passiert wäre. Was passiert dann? Ja, wenn ihr Tun nicht ursächlich, also konsequent zu einem Schaden geführt hat, dann brauchen Sie dafür zivilrechtlich auch nicht gerade stehen. Dann haften Sie nicht für den eingetretenen Schaden. Strafrechtlich müssen Sie auf alle Fälle zur Verantwortung gezogen werden. Nun nehmen wir mal an, Sie müssen haften und Sie wären vielleicht gar nicht versichert. Was ist denn dann vielleicht, dass die Eltern da eintreten, wenn die eine Versicherung haben? Wenn die Eltern für sich und die Kinder eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, dann tritt anstelle der Kinder die private Haftpflichtversicherung ein, dann haben die Kinder noch wirklich Glück gehabt. Mhm. Wenn aber eine solche Versicherung nicht besteht, dann müssen die Kinder bezahlen und zwar nicht jetzt, weil sie vielleicht nicht können, aber dann später, wenn sie ins Erwerbsleben eintreten, so lange, bis sie ihre Schuld getilgt haben. Zurück zur Verhandlung. Der technische Sachverständige führt in seinem Gutachten aus, dass die reflektierenden Baken bereits in einer Entfernung von 50 Metern zu erkennen gewesen wären. Aus der Blockierspur des PKWs errechnet der Sachverständige, dass sich Sebastian Wenk mit einer Geschwindigkeit von 57 km/h der Baustelle genähert habe. Der Bremsweg betrug 28 Meter. Wäre er die vorgeschriebenen 30 Kilometer gefahren,
hätte er lediglich 12 Meter zum Anhalten gebraucht und wäre 16 Meter vor den Baumaterialien zum Stehen gekommen. Zusammenfassend darf ich sagen, dass rein objektiv anhand der vorliegenden Anknüpfungstatsachen eine deutlich verspätete Reaktion des Herrn Wenck vorliegt, in der Größenordnung von mindestens 2,5, wahrscheinlich 3 Sekunden, und dass bei Einhaltung der höchst zulässigen Geschwindigkeit er den Unfall deutlichst wegmäßig durch Lenken oder Bremsen hätte vermeiden können. Dankeschön. Unterstellen Sie einmal diese Bauteile, diese Absperrungsteile, die der jugendliche Zeuge, der Herr Täuber, vorhin uns geschildert hat, die er mitgenommen hat, wären noch an Ort und Stelle und in voller Funktion gewesen. Kann man dann davon ausgehen, dass die Reaktion wesentlich früher erfolgt wäre, dass dieser starke Reaktionsverzug unterblieben wäre? Sicher, Sie haben in einem Punkt recht. Auch wenn man etwas unaufmerksam ist oder vielleicht mal ein bisschen sich zu sehr nach hinten oder zur Seite hin orientiert, dann sind diese Lichtpunkte im Hintergrund doch deutlicher erkennbar als die Barken an sich selbst, die sich zwar abzeichnen, aber nicht so deutlich abzeichnen wie ein Lichtpunkt im Hintergrund. Insofern kann das einen gewissen Einfluss gehabt haben, aber einen direkten Zusammenhang jetzt herzustellen, zu sagen, wenn die da gewesen wären, dann wäre der Unfall auch nicht passiert. Das kann ich aus technischer Sicht nicht. Gut, dann schließe ich die Beweisaufnahme und bitte Sie, wenn Sie keine Pause wollen, danke, um Ihren Antrag. Der 20. 21. Juni 1998 hätte für den Angeklagten und seine Familie ein großer Festtag werden sollen. Er wurde eine große Tragödie. An diesem Tag kam die Schwester des Angeklagten ums Leben. Es war ihr Hochzeitstag. An dieser Tragödie, und dies hat die heutige Beweisaufnahme ergeben, trägt der Angeklagte ein gerütteltes Maß an Schuld. Der Angeklagte ist mehrere Jahre lang mit dem PKW in die Arbeit gefahren und ist auch an diesem genannten Abend wieder mit dem PKW gefahren, ohne Fahrerlaubnis. Es war eine Tempo-30-Zone, er ist mindestens 57 Stundenkilometer gefahren. Und der Angeklagte hat zu spät reagiert, er war unaufmerksam und er hat zu spät gebremst. Der Staatsanwalt führt weiter aus, dass der Unfall nach Aussage des Sachverständigen auch stattgefunden hätte, wenn die Beschilderung der Baustelle komplett gewesen wäre. Das erkläre auch die Milde des Jugendgerichts bei Johnny Teubert. Es stellt sich die Frage, ob die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen ist. Wir befinden uns hier in einem Strafrahmen, in dem besondere Umstände vorliegen müssen, damit die Vollstreckung der Freiheitsstrafe nochmals zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Um es gleich zu sagen, diese besonderen Umstände kann ich beim besten Willen nicht sehen. Auch die Sozialprognose, die in jedem Fall zu prüfen ist, egal ob man hier zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr kommt, ist nicht günstig. Und ich beantrage daher, die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung auszusetzen. Ich darf dies begründen. Wir haben einschlägige Vorstrafen, wir haben eine einschlägige Bewährung. Beides hat den Angeklagten nicht davon abgehalten, hier wieder straffällig zu werden. Und ich kann mich nur wiederholen, wie viele Chancen soll man dem Angeklagten noch geben? Was muss denn noch passieren, dass man in so einem Fall sonst sagen würde, die letzte Chance ist vorbei? Die letzte Chance hatten Sie, ich spreche Sie jetzt persönlich an, die letzte Chance hatten Sie, Ihnen wurde beim letzten Mal eine Bewährung gegeben und da wurde gesagt, das ist die letzte Chance. Diese Chance hat der Angeklagte nicht genutzt. Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob hier hinsichtlich der Fahrt am 21.06. die Voraussetzungen des § 60 Strafgesetzbuch vorliegen, nämlich ein Absehen von Strafe. § 60 Strafgesetzbuch sieht vor, dass dann, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, derart schwer sind, dass eine Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre, dass dann von Strafe abgesehen werden kann. Schwere Folgen der Tat für den Täter liegen hier vor. Aber es ist nicht so, dass deswegen die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Dies wäre dann der Fall, wenn es sich aufdrängen würde, dass hier kein Strafgesichtspunkt greift, dass hier kein Strafzweck mehr gegeben ist. Also dann, wenn durch den Vorfall schon genug auf den Täter eingewirkt wäre und wenn auch die Allgemeinheit durch diese Folgen der Tat abgeschreckt wäre, also schon generalpräventive Wirkungen da wären. Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die Strafe ist nicht offensichtlich verfehlt. Ich möchte auch die Gesichtspunkte nennen, die mich zu dieser Auffassung bewegen. Der Täter ist kein Einzeltäter.
Es war kein Einzelfall, es war kein Augenblicksversagen, kein einmaliges Versagen. Der Angeklagte ist, wie bereits ausgeführt, vorbestraft, einschlägig vorbestraft. Er neigt zu massiven Verkehrsstraftaten. Unter diesen Gesichtspunkten scheint es mir, oder ist es sowohl aus spezialpräventiven als auch aus generalpräventiven Gründen erforderlich, hier die Strafe zu verhängen und nicht von Strafe abzusehen. Ich beantrage daher, den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten ohne Bewährung zu verurteilen. Des Weiteren hat sich der Angeklagte als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Ich beantrage daher, die Verwaltungsbehörde anzuweisen, vor dem Ablauf von noch 5 Jahren dem Angeklagten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Und schließlich beantrage ich, die Kosten des Verfahrens dem Angeklagten aufzuerlegen. Danke. Herr Staatsanwalt, ich danke Ihnen. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, was sich an diesem Abend, an diesem frühen Morgen ereignet hat, ist durch den Gang der Hauptverhandlung klar geworden. Und wir stehen hier vor einer Tragödie archaischen Ausmaßes. Die Schwester des Angeklagten ist an ihrem höchsten Freudentag, an ihrem Hochzeitstag, gestorben. Der Angeklagte trägt daran gewiss eine Schuld. Die Verteidigung würde dennoch beantragen, von Strafe abzusehen, nach dem auch vom Herrn Staatsanwalt zitierten Paragraphen 60 des Strafgesetzbuches, wenn der Herr Wenk hier vor uns sitzen würde, ohne Vorstrafe und als Inhaber einer Fahrerlaubnis jedenfalls bis zum Tatabend. Wir wissen, dass er vorbestraft ist, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Aber lässt man diese Altlast einmal weg, so wäre dies nahezu der klassische Fall des Absehens von Strafe, denn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, mittelbar getroffen haben, sind so schwer, dass daneben die Verhängung einer Strafe ohne diese Vorgeschichte offensichtlich verfehlt wäre. Im Sinne einer natürlichen Strafe hat er dadurch, dass er den Tod seiner Schwester verschuldete, mehr an eigentlicher Strafe erhalten, als eine noch so harte gerichtliche Strafe für ihn bringen könnte. Und wir wissen aus der Hauptverhandlung, auch aus den Ausführungen der Sachverständigen, dass der Vandalismus, den diese jugendlichen Zeugen, von denen einer hier gehört wurde, verübt haben, doch eine gewisse Mitschuld an dem tragischen Geschehen, das sich an diesem Morgen ereignete, trägt. Und die Verteidigung meint, dass derartige Vorgänge weit über das hinausgehen, was man als dumme Jungenstreich abqualifizieren kann, dass es sich hier sehr wohl um Vergehen handelt, die eine härtere Strafe verdient hätten, als wir vorhin von der Frau Vorsitzenden aus den Akten zitiert bekommen haben. Im einen Fall Härte, im anderen Fall eine für uns nicht recht verständliche Milde. Ich meine, dass man ihm nicht seine gesamte Zukunft, beruflich und menschlich, die touchiert ist durch dieses schreckliche Ereignis, das ihn seelisch nie mehr verlassen wird, verbauen darf. Ein dann 32-jähriger Bauingenieur, der frisch aus der Haftanstalt kommt, hat keine berufliche Chance in seinem erlernten Beruf. Wir verkennen überhaupt nicht die Schwere der Tat, die der Herr Wenk hier begangen hat, der Taten, die der Herr Wenk hier begangen hat. Und wenn er Strafaussetzung zur Bewährung bekommt, dann weiß er ganz genau, dass er noch jahrelang wird warten müssen, bis er bei der Verwaltungsbehörde die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis beantragen kann. Ob dies 3 oder 4 oder 5 Jahre sind, dazu wollen wir einen bestimmten Antrag nicht stellen. Es geht hier allein darum, dass dieser junge Mann nochmal Strafaussetzung zur Bewährung bekommt, damit er in Zukunft die Chance hat, diese Last aus seiner Vergangenheit abzutragen, dass er nicht in den Strafvollzug muss mit allen seinen persönlichen, psychischen und sozialen Folgen. Ich beantrage daher nochmals zusammengefasst dem Herrn Wenk Strafaussetzung zur Bewährung für eine zu verhängende Freiheitsstrafe zu gewähren. Danke.
Herr Hertel, jetzt wieder die Frage, wer bekommt was von wem? Also die Sachschäden an der Baustelle, glaube ich, können wir vernachlässigen. Die waren ja nicht so groß, dass man sie länger bereden müsste. Aber jetzt mal zu Herrn Westemeyer. Er musste immerhin 2 Monate ein Stahlkorsett tragen, ist schwer verletzt. Was bekommt er an Schmerzensgeld? Volker Westermeier hat wegen seiner erheblichen Verletzungen Schadenersatzansprüche als Insasse im Auto des Sebastian Wenk. Er bekommt Heilbehandlungskosten ersetzt, Verdienstausfall und natürlich auch Schmerzensgeld in nicht unerheblichem Maße. Allerdings muss man berücksichtigen, er war nicht angegurtet. Ja. Und er hätte, wäre er angegurtet gewesen, wesentlich leichtere Verletzungen erlitten mit wesentlich anderen, einfacheren Folgen. Dieses Mitverschulden führt dazu, dass er alle Schadenersatzansprüche entsprechend gekürzt bekommt, mindestens um ein Drittel. Tragische Folgen gibt es ja für Ursula und Uwe Stolzenbach. Was ist mit beiden? Die Schadenersatzansprüche sind auf den Ehemann übergegangen. Wir denken an die Transportkosten ins Krankenhaus. Wir denken an die Heilbehandlungskosten im Krankenhaus. Wir denken natürlich an die Beerdigungskosten, aber auch an das Schmerzensgeld. Beim Schmerzensgeld kommt es darauf an, auf die Verletzung natürlich, auf die Dauer der Beeinträchtigung und die Wahrnehmungsfähigkeit der Beeinträchtigung durch den Verletzten. Die Ursula Stolzenbach ist sofort ins Koma gefallen und nach mehrstündigem Koma verstorben. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, wenn jemand alsbald nach der Verletzung verstirbt und die Folgen der Verletzung nicht wahrgenommen hat, dann entsteht kein Schmerzensgeldanspruch. Das ist ähnlich zu beurteilen, wie wenn die Verletzung unmittelbar zum Tode geführt hat. Uwe Stolzenbach selber hat geheiratet, die Voraussetzung dafür, dass er die Metzgerei übernimmt. Nun fehlt ihm eine Mitarbeiterin in der Metzgerei und eine Hausfrau. Hat er Unterhaltsansprüche? Grundsätzlich entstehen durch die Heirat Unterhaltsansprüche. Es kommt darauf an, dass durch den Wegfall der Ehefrau im Haushalt für die Familiengemeinschaft, dem Uwe Stolzenbach, ein Schaden entstanden ist. Ob er einen Schadenersatzanspruch in Mark und Pfennig nachweisen kann, das wissen wir nicht. Das kann sein, dass ihm ein solcher Nachweis schwerfallen wird. So, und jetzt haben wir noch den schwierigen Fall Sebastian Wenk. Der Sebastian Wenk hat in, glaube ich, einmaliger Art und Weise gegen die Führerscheinklausel verstoßen. Er hat ja geplant und konsequent über lange Zeit am Straßenverkehr ohne Fahrerlaubnis teilgenommen. Das ist nahezu ungeheuerlich. Insofern ist die Versicherung ihm gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, aber diese Freiheit ist begrenzt auf einen Betrag von 10.000 Mark höchstens. Die Versicherung kann also von dem Sebastian Wenk bis 10.000 Mark Schadenersatzregress nehmen. Könnte ihm aber kündigen, ne? Sie wird ihm natürlich auch kündigen. Aber insgesamt gesehen ist dieser Fall für ihn der, den er am leichtesten wegstecken kann. Schwieriger wird für ihn sein, dass er auf viele Jahre hinaus keine Fahrerlaubnis mehr bekommen wird. Und da kann man nur sagen, fahren ohne Führerschein zahlt sich nicht aus. Und das wird der Sebastian Wenk noch deutlich spüren. Vielen Dank, Herr Hertel. Und wir hören jetzt das Urteil des Gerichts. Der Angeklagte Sebastian Wenk, weitere Personalien wie erhoben, ist schuldig, 50 tatmehrheitlicher, vorsätzlicher Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tatmehrheit mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis jeweils tateinheitlich begangen. Der Angeklagte wird zur Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Die Verwaltungsbehörde darf dem Angeklagten vor Ablauf von 5 Jahren keine Fahrerlaubnis erteilen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen. Ich bitte, Platz zu nehmen. Es gibt etliches, Herr Wenk, was hier strafmildernd zu Buche schlägt. Das ist zum einen Ihr freies, offenes Geständnis, das allerdings auch durch den Gang der Beweisaufnahme erzwingbar gewesen wäre, nämlich durch die Angaben des Zeugen, der über die ganze Zeit hinweg Ihr Beifahrer gewesen ist, also Ihres Arbeitskollegen. Man kann und sollte auch zu Ihren Gunsten ein Mitverschulden Ihres Beifahrers, des Herrn Westemeyer, zu Buche schlagen lassen. Auch
ein Mitverschulden dieses, das möchte ich geradezu sagen, dummen Jungen, der etwas Böseres als einen dummen Jungenstreich veranstaltet hat. Ich bin nur nicht ganz der Meinung, dass man sagen kann, die Fahrlässigkeit, die man ihnen zur Last legen muss, liegt im unteren Bereich. Ich bin der Meinung, so sehr im unteren Bereich ist sie nicht angesiedelt. Denn zu dem Unfall ist es ja deshalb gekommen, weil sie zu spät reagiert haben, und zwar massiv zu spät reagiert, in der Größenordnung von 2,5 bis 3 Sekunden. Und der zweite Grund, weshalb ich meine, dass die Fahrlässigkeit so sehr im unteren Rahmen doch nicht angesiedelt ist, das ist immerhin die Tatsache, dass sie fast doppelt so schnell gefahren sind, als sie an dieser Stelle fahren durften. Sie durften 30 fahren und sind 57 mindestens gefahren, das heißt wenig unter 60. Das Massivste, was man Ihnen vorwerfen muss, Herr Wenk, und das ist Ihnen sicherlich auch klar, das sind die beiden Tatsachen der einschlägigen Vorstrafen und der offenen Bewährung. Sie haben sich vorsätzlich über die Erwartung, dass Sie sich zukünftig straffrei führen werden, denn das ist die Grundlage für die Strafaussetzung zur Bewährung gewesen und das ist sie immer, hinweggesetzt. Sie haben diese Erwartung schlagend widerlegt, über einen langen Zeitraum hinweg. Sie sind gefahren, ohne Not. Sie sind also ein Bewährungsbrecher. Und wenn nun die Frage erhoben wird, oder besser gesagt die Forderung aufgestellt wird, für die ich volles Verständnis habe, man solle ihnen ihre Zukunft nicht verbauen und man dürfe sie ihnen nicht verbauen. Und was wird aus ihnen, wenn sie nach der Haftentlassung wieder eine Stelle suchen müssen? Herr Wenk, dann dürfen Sie das nicht das Gericht fragen. Ihre Zukunft verbaut haben Sie sich selbst. Die Voraussetzungen des Paragraphen 60 des Absehens von Strafe, da sind wir uns, deshalb kann ich das kurz fassen, wohl beide Seiten einig, lägen dann vor, wenn sonst nichts wäre, außer diesem Unfall mit der schrecklichen Folge des Todes der Schwester. Aber dem ist ja leider nicht so, Herr Verteidiger. Sie haben das so wunderbar als Altlasten bezeichnet. Wenn es die eben nicht geben würde, könnte man hier wirklich die gesetzliche Möglichkeit des Paragraphen 60, also des Absehens von Strafe, heranziehen. So geht es nicht. Sie haben sich, Herr Wenk, durch diese zahlreichen Fahrten, mit denen Sie sich über bestehende gesetzliche Regelungen vorsätzlich hinweggesetzt haben und durch das, was dann geschehen ist, erneut als charakterlich nicht geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs erwiesen, mit der Folge, dass die Verwaltungsbehörde angewiesen werden musste, Ihnen binnen einer bestimmten Zeit, und in diesem Falle, es ist die zeitlich längst mögliche Sperrfrist, eine neue Fahrerlaubnis nicht zu erteilen. Herr Wenk, Sie haben das Urteil gehört. Ich gehe davon aus, dass Sie eine Erklärung nicht abgeben werden. Ja, dann ist die Sache hier und heute beendet. Sitzung ist geschlossen. Danke. Johnny, Susi und Thomas sind mit einer Jugendstrafe noch einmal davongekommen. Sebastian Wenk wurde nach einem Jahr aus der Haftanstalt entlassen. Er hat gerade erfahren, dass sein Arbeitgeber auf seine weitere Mitarbeit keinen Wert legt. Na Mann, lang nicht gesehen, ha? Was willst du denn? Was ist denn so im Knast? Kommst hier alleine. Ja, fängst du wieder an bei uns oder warst du schon beim Chef? Nein. Komm, lass mich allein, okay? Ciao. 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 Ja, ist gut.